Schon gut. Alle Mann hinsetzen. Ich habe drei Sachen auf dem Zettel. Zunächst muss ich hier einen Elefanten zur Mücke machen. Francine. Happy Birthday. Nummer zwei. Wir haben ein paar neue Rekruten, die ich vorstellen sollte. Aber das werde ich nicht tun, weil es mir schnurzt. Und zuletzt, wir haben 14 Fälle von vermissten Säugetieren. Alles Raubtiere, vom riesigen Eisbären bis zum klitzekleinen Otter. Und die Stadtverwaltung sitzt mir im Nacken und will, dass ich sie finde. Das hat oberste Priorität. Moment mal. Eisbärenfell? Musik von Pavarotti? Ein hässliches Glas? Ich weiß, wessen Auto das ist. Wir müssen weg. Wieso? Wem gehört das Auto? Dem meistgefürchteten Gangsterboss der Stadt. Man nennt ihn Mr. Big. Und er mag mich nicht besonders, also nichts wie weg. Das ist ein Tatort. Wir können nicht abhauen. Und es wird noch ein viel krasserer Tatort, wenn Mr. Big mich hier findet. Darum verschwinden wir. Sofort. Raymond. Und ist das Kevin? Lange nicht mehr gesehen. Apropos sehen, könntet ihr zwei mich freundlicherweise übersehen, hä? Um der alten Zeiten willen? Das heißt nein. Warum ist Mr. Big eigentlich so sauer auf Sie? Ich hab ihm möglicherweise einen wahnsinnig teuren Teppich verkauft, der gewebt war aus dem Fell von einem Stinktier. Hintern. Warum frage ich überhaupt? So flauschig. Hey! Schafe lassen mich sonst nie so nah an sich heran. Dann touch nicht die Wolle von einem Schaf an. Wie Zuckerwatte. Hör auf! Welche Kamera? Amazonasviertel. Favela-Ecke Manaus. Da! Alle Kameras in der Stadt. Das ist so aufregend, ehrlich. Ich meine, sowas Wichtiges mache ich sonst nie. Aber Sie sind die zweite Bürgermeisterin von Sumania. Oh, ich bin eher eine bessere Sekretärin. Bürgermeister Lionheart will nur die Stimmen der Schafe sichern. Aber er hat mir diese schicke Tasse geschenkt. Oh. Ein schönes Gefühl, wenn man wertgeschätzt wird. Fellpfeffer! Ach, das ist nur ein kleiner Kosename, den er gern benutzt. Ich habe Lionheart mal Schleimbart genannt, fand er gar nicht gut. Ehrlich, das war ein ganz schlechter Tag für mich. Ja, Sir? Haben Sie meine Termine nicht abgesagt? Oh je, ich muss wieder mal sehen, was Sie rausfinden. Es war wirklich schön für mich, mal Teil... Heute noch, Fellpfeffer! Ob sie sich selbst zählt, wenn sie nicht einschlafen kann? Ach, st. Hier, Officer McCown, wir haben einen flüchtigen Dieb. Der gehört mir! Was? Officer Hobbs, ich verfolge ihn! Wuhu! Ich muss ein Kennzeichen checken lassen. Flash wird uns helfen. Er ist der Schnellste. Was? Das sind alles Faultiere? Wie jetzt? Nur weil er ein Faultier ist, kann er nicht schnell sein? Flash, Flash, blitzschnell und fesch. Kumpel, schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Officer Judy Hobbs, CPD, wie geht's? Mir geht es gut. Gut. Was? Er hat's gleich. Kann ich tun. Nun, ich würde gerne ein Kennzeichen für über... Für euch. Nun, ich würde gerne ein Kennzeichen... Heute. Nun, ich würde gerne ein Kennzeichen überprüfen lassen. Wir haben es sehr, sehr eilig. Und das Kennzeichen 29 lautet 29THD03. 29THD03. HD03. D. Mhm. 03. 0. 3. Hey Flash, soll ich dir einen Witz erzählen? Nein! Klar. Pass auf, wie nennt man ein dreihöckriges Kamel? Keine Ahnung. Schwanger.
Ha, ja, sehr witzig. Können wir bitte mit den Kennzeichen weiter... Hey, stopp. Priscilla. Oh, nein. Ja? Flash? Wie nennt man... Ein dreihöckriges Kamel? Ein... Clara, okay, toll. Wir haben es kapiert. Weiter. Zoomania. Schnell, sonst kommen wir in den Berufsverkehr. Was? Es ist Nacht?